Februar 2024 und ich sitze hier draußen. Ihr seht so ein Stück weit, dass ich meine Pergola schon wieder in Beschlag genommen habe. Und woran liegt es? Klar, der Februar ist bis jetzt recht warm und die Bäume schlagen aus. Aber erstmal hi und herzlich willkommen bei My Bonsai and Koi. Ja, Mitte Februar. Ihr seht, ich bin schon so ein Stück weit im Modus, denn meine Ahorne, die treiben zum Teil schon aus, wurden zum Teil auch schon umgesetzt. Und dann sitze ich hier unter meiner Pergola und freue mich zum Beispiel auch an den Blüten dieser japanischen Aprikose, die dieses Jahr mit Sicherheit ein Video bekommt. Ja, ziemlich viel zu tun schon wieder zu diesem Zeitpunkt, zu diesem, naja, zugegebenermaßen frühen Zeitpunkt im Jahr. Aber wie so oft immer wieder erwähnt, es heißt nicht umtopfen März, April, sondern es heißt umtopfen bzw. Bearbeitung der Bäume, wenn die Bäume danach rufen. Und das tun sie bei mir im Garten schon ganz schön kontinuierlich. Zum Glück so ein Stück weit über die verschiedenen Winterlager, nicht alle auf einmal, sondern eins nach dem anderen momentan noch. Aber natürlich, und deswegen sitze ich hier heute, Februar, die perfekte Zeit zum Yamadori-Jagen. Bisher, ganz ehrlich, ich bin noch gar nicht dazugekommen, obwohl alle Parameter passen. Ja, es ist einigermaßen trocken, es ist warm, die Bäume schlagen aus, aber irgendwie keine Zeit. Zum einen wegen denen da, zum anderen habe ich hier in Haus und Garten noch ein, zwei andere Projekte, über die ich euch vielleicht später irgendwann mal in ein paar Wochen oder Monaten so nebenbei informiere. Aber so ganz ohne Yamadori im Februar bei My Bonsai Koi, nee, das geht doch nicht. Und dann dachte ich mir auch, weil in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Fragen zu meinen bisherigen Yamadori kamen, wie es denn denen geht, haben die das überlebt? Und natürlich hat der ein oder andere Baum schon ein Folgevideo, aber längst nicht alle. Und genau deswegen starten wir jetzt und hier in meinem Garten, so eine Pre-Yamadori-Jagd würde ich es mal nennen. Ich habe mir extra die ganzen Yamadori-Videos mal angeschaut und hier ein paar Spickzettel geschrieben, damit ich auch keinen Quatsch erzähle. Und ich werde euch die Bergung der einzelnen Bäume immer so kurz davor zusammenschneiden, ganz schnell, ein paar Sekunden, damit ihr wisst, wie der Baum seinerzeit ausgesehen hat. Und sofern wir ihn noch finden, sofern es ihn noch gibt, wie er jetzt eben im Februar 2024 aussieht. Dass wir dabei auch so ein Stück weit durch meine Locations wandern und wandeln, naja, das nehmen wir jetzt einfach so mit. Vielleicht kann ich euch auch noch das ein oder andere Interessante zeigen. Aber ich würde sagen, zurück in die Zukunft, nee, zurück in die Vergangenheit, zurück in das Jahr 2020. Ist er mein allererster Yamadori, die Birke. Sie hatte zwischenrein dann auch noch mal ein Video, das blende ich euch hier ein. Und naja, wie Birken so sind, sie treibt weiterhin mutig von unten. Hier oben hat sie mir Äste abgeworfen, aber dieser Weg nach oben, der, ihr habt vollkommen recht, zwingend nach einer Bearbeitung schreit, der gibt mir weiterhin viele Optionen. Ganz klar, hier
schauen wir mal, ob das geht oder bleibt. Denn ich werde den Baum dieses Jahr ganz, ganz sicher in die Hand nehmen. Denn der steht seit seiner Bergung hier in dem Pott. Und er steht ehrlicherweise ein ganz klein wenig wackelig. Und ich habe die Befürchtung, dass er zu feucht steht. Und deswegen ist das jetzt in den nächsten Wochen einer der ersten Kandidaten, der in eine neue Schale, in neues Substrat kommt. Und ich denke, da werdet ihr im Laufe des Jahres was dazu sehen. Ja, die Birke war der erste Baum. Der zweite, das war lange Zeit die große Unbekannte. Steht hier hinter mir. Letztlich, naja, seit der Bergung mehr oder weniger noch im Urzustand. Denn dieses Bäumchen stellte sich dann als Faulbaum heraus. Und wie ihr seht, hier oben ist das passiert, wie der Baum heißt. Da ist mir nämlich alles abgestorben bzw. weggefault. Aber hier unten ist er weiterhin aktiv. Ich habe noch keinerlei Bezug zu diesem Baum gefunden. Wobei, wenn ich ihn jetzt so vor mir stehen sehe, ich glaube, auch der hat eine zweite Chance verdient. Aber das wird mit Sicherheit ein längeres Projekt. Ja, dann gab es in 2020 noch eine andere Geschichte. Dazu müssen wir jetzt aber kurz ins Gewächshaus switchen. Und das passt ganz gut, denn die Birke, die überwintert da. So, die Birke kommt wieder an ihren Platz hier im Gewächshaus. Und wenn ihr um mich rumschaut, Mammutbaum, hier mein... Ist er drauf? Ja, ist er drauf. Mein Riesenstamm mit diesem Löwenzahn, Ahorn, Kotohime heißt er, glaube ich, genauer. Treibt voll aus, nochmal Hainbuche, Orientalin, Ulmen, der Rosmarin, dem geht es auch richtig gut. Und auch auf der Seite Winterlinde, ach, was weiß ich denn alles, was hier rumsteht. Auf jeden Fall, bisher läuft die kalte Jahreszeit, die ja nicht ganz so kalt ist, für mich sehr gut. Aber ich wollte euch ja was anderes zeigen. Zählt eigentlich eine Abmoosung im Wald auch als Yamadori? Vor allem, wenn sie doppelt gemacht wird. Aber wisst ihr was? Den schauen wir uns doch mal aus der Nähe an. Ja, und ihr seht, ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut. Ich habe extra eine Location beim Nachbar angemietet, an der ich filmen kann, damit ich nicht so viel hin und her tragen muss. Aber es geht ja eigentlich hier um diese Rotbuche. Im Wald, wie gesagt, abgemoost. 2021 habe ich getrennt. Und dann habe ich sie nochmal abgemoost, weil ich mit dem Stamm nicht zufrieden war, beziehungsweise mit dem Stammansatz. Und ihr seht, das Ding ist pumperl gesund. Und ich glaube, auch hierzu werden wir dieses Jahr nochmal zur Kamera greifen. Inzwischen sind wir nicht nur im Jahr 2021 angelangt, sondern auch in einem meiner Winterlager. Und da werden wir nachher nochmal zurückkehren. Aber es geht ja um das Jahr 2021 und meine seinerzeit vermeintlich als Birke geerntete Vogelkirsche. Naja, jetzt entsteht langsam der Verdacht, ich pflanze die Dinger ein und kümmere mich nicht drum. Nee. Die hatte am Anfang echt Probleme. Ihr seht auch, sie hat hier einen ziemlich weiten Bereich, der abgestorben ist. Auch der Baum kriegt dieses Jahr mal endlich schon jetzt richtig schöne viele Knospen. Und deswegen wird der dieses Jahr auf jeden Fall nicht nur umgetopft, sondern da wollen wir auch mal schauen, was wir Nettes draus machen können. Aber für die
für den nächsten Yamadori müssen wir wieder zurück ins Gewächshaus. Also machen wir mal kurz. Und wenn ich hier drin im Gewächshaus doch schon so einen schönen Hintergrund habe, dann schnappe ich mir doch einfach, naja, meinen bisher ehrlicherweise Lieblings-Yamadori. Klar, von der Geschichte hier, der ein oder andere wird den Baum kennen. Das war ein langer Kampf und jetzt geht das Ding. Ich probiere mal ein Stück weit mich rauszuschieben und den Baum in den Blick. Ja, die Eiche, die auf dem Weg zur Halbkaskade ist. Aber da gab es ja erst zuletzt ein Video dazu. Stellungsspiele hieß das, glaube ich. Yamadori-technisch sind wir inzwischen im März 2021 angelangt und naja, mein bis dahin erster Verlust, die Kiefer, die ihr gerade gesehen habt, die ich ja wirklich auch ein Jahr lang im Wald vorbereitet habe, die hat es leider nicht geschafft und der Fehler lag, naja, ziemlich sicher bei mir, damals noch Nadelbaum in Sphagnummoos, viel zu feucht. Und das hat mir die Waldkiefer, die mir sicherlich viel Freude bereitet hätte, dann doch nicht verziehen. Ganz im Gegensatz hier zu meinem damals als Geburtstags-Yamadori bezeichneter Hainbuche. Die hängt hier gerade ein Stück weit und die war natürlich viel, 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 viel größer. Die hat inzwischen auch schon Videos gehabt, unter anderem letztes Jahr. Da ging es ihr hier mal so richtig an die Substanz. Ihr seht, ich habe recht große Wunden, aber obwohl die Bearbeitung jetzt erst ein paar Monate her ist, habe ich nicht nur schon wieder einen richtig schönen, frischen Austrieb. Nein, man erkennt hier auch an dem Wundverschluss rundherum, dass er hier brüchig wird. Und brüchig heißt, dass hier ein Heilungsprozess stattfindet. Und das finde ich natürlich richtig gut. Ansonsten, naja, der Baum darf 2024 einfach mal vor sich hinwachsen, kriegt zu Johanni einen Rückschnitt. Und dann schauen wir mal, wie die Geschichte mit dem Trümmer hier mit der extrem starken Biegung weitergeht. Nach Plan läuft, solltet ihr gerade Bilder aus dem Video 2022-9 gesehen haben. Im Februar war ich seinerzeit auf Yamadori-Jagd in, naja, ihr wisst, meinem, nennen wir es Familienwald, und bin fündig geworden. Zunächst war ich mir ziemlich sicher, ich hätte mir hier einen Feldahorn geangelt. Nein, es war und ist auch weiterhin ein Bergahorn. Bergahorn, das große Problem, ziemlich große Blätter. Aber was soll ich sagen, letztes Jahr, vor allem in den Regionen hier oben, waren die Blätter schon um ein gutes Stück kleiner. Und so wird dieses Bäumchen dieses Jahr umgetopft. Und ne, Moment, darf ich gar nicht so viel verraten, weil das Video zu dem Bergahorn, das ist schon in der Mache, also seid gespannt. Ja, dann gab es noch eine Hainbuche und da habe ich jetzt ein kleines Problem. Ich weiß, dass sie lebt, denn ich habe zwei Hainbuchen noch
im Petto. Allerdings nicht wirklich, denn eine der beiden Hainbuchen, und ich glaube, es war die, die ihr gerade im Zusammenschnitt gesehen habt, die steht inzwischen nicht mehr in meinem Garten. Nee, die steht in der Schweiz bei Sebastian. Und ich habe mich heute noch versichert, dass es ihr gut geht. Also auch da können wir ein Strichchen auf die hat überlebt Liste machen. Ja, ich schaue auf meinen Zettel. 2022 war ich nochmal im Wald und naja, da gab es ein paar Dinger, die ich euch zeigen werde. Und naja, ich laufe heute viel. Wir müssen wieder rüber ins Gewächshaus. Hatten die nicht was von strahlend blauem Himmel? Keine Wolken, kein Regen, kein Wind erzählt. Na, zum Glück bin ich nicht in den Wald gegangen. Aber was heißt zum Glück? Vielleicht hätte ich sowas verpasst. Der erste Fund in 2022 war diese Birke als Doppelstamm. Vater und Sohn, Mutter und Tochter, ach, nennt's wie ihr's wollt, aber ihr seht, die Birke ist unheimlich aktiv. Ich habe überall neue Knospen. Die steht jetzt dann bald, nee, sie steht ziemlich genau 2 Jahre in ihrem ursprünglichen Gefäß. Das heißt, da gehen wir dieses Jahr ran. Oben ein bisschen stellen und die Triebe, die Wurzelschösslinge, klein wenig einkürzen und umtopfen. Das wird ein Projekt 2024. Schauen wir auf die anderen beiden Kameraden. Aus dem vorletzten Jahr. Inzwischen bin ich mir ziemlich sicher, dass das hier die Hainbuche aus 2022 ist, denn so zurückgedacht, ich war im Sommer 2022 das erste Mal bei Sebastian und ich hätte ihm keinen Baum mitgebracht, der bei mir erst ein paar Wochen steht, zumal das Bäumchen hier nicht ganz so viele Wurzeln hatte, als es am Anfang im Wald den Anschein hatte. Und war also echt ein Wackelkandidat. Steht hier jetzt 2 Jahre drin. Ich denke, lasst uns mal schauen, ja, so langsam kommen hier unten auch die Wurzeln raus. Das heißt, ich denke, ich werde da dieses Jahr mal dran gehen, damit die einfach in einem besseren Substrat, nicht mit so viel Moos steht und ja, oben baut sie schön auf, Knospen sind genügend vorhanden. Naja, ein Yamadori halt und Yamadori braucht halt Zeit und Zeit. Naja, gutes Stichwort für das nächste Bäumchen, das ich euch von der Hand aus präsentieren werde. Es waren ausnahmsweise mal 3 Bäume, die ich im Februar 2022 geerntet hatte, aber die Birke hier, die war mir schon ein paar Wochen vorher positiv aufgefallen und die war damals noch ein gutes Stück höher. Vielleicht erinnert ihr euch an das Abmoosungsvideo letztes Jahr. Da, naja, da habt ihr dann mal einen Fehlschlag gesehen. Birke abmoosen, ich glaube, das ist ein richtig schwieriges Thema. Und die Birke ist und bleibt ein schwieriges Thema, denn sie hat diesen ewig langen Stamm. Ich habe hier oben einen Ast dran gelassen, der lebt, damit ich Zug nach oben habe, denn ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ich irgendwo auf diesem langen Stamm noch Knospen bekomme. Wenn nicht, naja, dann wird es ein Bäumchen mit ziemlich dickem Stamm, denn dann wird dieser Seitenast hier eine Perspektive haben und mir fällt gerade auf der Kamera auf dem Display, dass alles ziemlich dunkel ist. Na komm, jetzt ziehen wir es vollends durch, bevor hier der Regen kommt. Birke und Hainbuche stehen wieder
hinterm Haus im Winterlager. Und ich schaue gerade hier drauf, aber ich habe hier, glaube ich, keinen Yamadori stehen. Naja, hier habe ich Yamadori stehen. Aber keine aus meinem Wald. Nee, die sind aus einem fernen, naja, ziemlich fernen Land. Und ihr erkennt den Koloss sicher gleich wieder. Und der ganz aufmerksame Zuschauer, der sieht, dass ich die vielen, vielen Tipps in den oder Meinungen in den Kommentaren schon so ein Stück weit in die Tat umgesetzt habe. Denn ich habe die Vorder- und Rückseite getauscht. Sozusagen auf Probe steht meine orientalische Hainbuche jetzt mal mit der Rückseite nach vorne. Und ganz ehrlich, je öfter ich dran vorbeilaufe, umso mehr fasziniert mich dieser Anblick. Und dann muss ich noch ganz kurz noch eine Geschichte erzählen. Und zwar geht es um WW, Werners Wacholder. Wer letzten Sonntag das Video von Sebastian auf Bonsai Style gesehen hat, der weiß, von was ich rede. Wer es nicht gesehen hat, schaut rein. Ich verlinke es euch unten mal. Denn ich habe mir letztes Jahr aus Kärnten nicht mitgebracht, sondern von Werner erhalten. Diesen abgemoosten Wacholder aus Werners Bestand. Und meiner sieht A, nicht ganz so gut aus wie der von Sebastian. Und vor allem, meiner ist bisher noch unschuldig durch meine Hände geglitten. Ich habe noch nichts gemacht, aber das Video von Sebastian hat mich so inspiriert. Da wird es dann auch was geben. Aber schauen wir doch einfach mal, wenn wir schon bei 2023 sind, auf die Yamadori-Jagd gemeinsam mit Sebastian im März letztes Jahr. Ist man draußen, lässt den Hintergrund runter und was kommt? Klar, der Wind. Aber der kann mich null belasten, denn wenn ich auf meine beiden Fichten vollkommen unerfahren in dem Ding, einfach nur mal gecheckt, getestet und es ist jetzt ein Jahr her, dass sie geborgen wurden und sie passt hier gar nicht vorbei, weil sie wirklich sehr gut gewachsen ist. Also ich rede jetzt nur über die große. Aber schaut euch mal die Kleine an. Ich hoffe, es kam in dem Zusammenschnitt so ein Stück weit rüber. Was für ein schmaler Hans, nee, was für ein kleines Mädel die Fichte war. Und schaut mal, wie schön die gewachsen ist. Aber die natürlich genauso. Ich habe nichts, gar nichts gemacht. Ich habe nur gegossen. Ich habe irgendwann mal ab Juli angefangen, ganz, ganz zart zu düngen. Und auch dieses Jahr wird nicht viel passieren. Ich werde sauber machen, ich werde die abgestorbenen Äste rausschneiden und ich denke 2025, wenn wir an dieses Duo mal rangehen, naja, vielleicht die Kleine ihr so einen kleinen Schwung mitgeben, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, aber top, mega super, wirklich so vielleicht von der Schwierigkeit her für mich persönlich mein größter Erfolg in Sachen Yamadori. Tja, und wenn wir vom größten Erfolg reden, dann ist der Weg meistens nicht weit zur größten Niederlage. Und zu der kommen wir jetzt. Immer noch die Tränen in die Augen, wenn ich die zwei Lerchen bei mir im Garten liegen sehe. Ich will sie einfach nicht wegschmeißen und ganz ehrlich, sie sind inzwischen im Gegensatz zu der Tour im April letzten Jahres in Kärnten, sie sind inzwischen auch federleicht, denn es ist kein Wasser mehr drin, da vermutlich die Wurzeln gefehlt haben. Die Fehleranalyse, die findet ihr im Spielfilm 4
Punkt 2, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, das ist echt eine richtig herbe Geschichte. Das wird mich noch eine Weile verfolgen mit den zwei kleinen Dingern. Das Kopfkino muss ich verschieben, den Yamadori aus Kärnten zu gestalten. Aber eigentlich sind wir jetzt fast durch. Einen habe ich noch und eigentlich habe ich noch zwei, denn hinter mir gibt es ab und zu mal auch Bäume, die kein Video bekommen, weil irgendwann ja auch langweilig. Die waren gerade geteilt, nämlich hier die Hainbuche, Baum aus dem Wald, und ich hoffe, ihr seht da hinten eine Rotbuche, ebenfalls aus dem Wald, und ebenfalls läuft da gerade eine Abmoosung. Wenn es funktioniert oder wenn es nicht funktioniert, es wird ein Video geben, aber ich sehe es euch an, ich sehe es regelrecht durch das Display. Ihr wollt noch mal einen Blick ins Koihaus werfen. Na komm, also los, lasst uns ins Koihaus gehen. So, dann gehen wir doch mal los. Ihr seht, mein Koi-Teich ist natürlich Mitte Februar noch abgedeckt, denn ich vertraue dem Frühling noch nicht. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, da wird noch was Kälteres auf uns zukommen. Und natürlich wisst ihr auch, der erste Blick beim Weg ins Koi-Haus gilt immer den Koi. Denen geht es wirklich richtig, richtig gut. Seit ein paar Tagen schwimmen sie bei knapp 10 Grad, bekommen auch wieder zweimal am Tag Futter und entsprechend verhalten sie sich auch. Die wollen von mir eine extra Portion. Nee, da sind wir bei der Wassertemperatur noch ein bisschen vorsichtiger. Ja, Wasser, gutes Stichwort. Auf das muss ich hier drin inzwischen wirklich achten, denn schaut mal, wenn wir da hinten ins Eck gehen, was meine Ahorne schon wieder abziehen, die meinen schon wieder, sie müssen mich unter Druck setzen. Und dieses Jahr muss ich an ein, zwei, drei Bäumchen rangehen. Da hinten auch die Kirsche, auch schon ziemlich weit, aber die blüht heute, blüht dieses Jahr da hinten im Eck, weil da komme ich nur ziemlich schwer ran. Ja, was habe ich hier noch stehen? Meine Abmoosungen, ein paar Setzlinge, ein paar Stecklinge. Schaut mal hier, meine Abmoosungen von dem dicken Ahorn, die scheinen alle frisch auszutreiben. Finde ich mega cool. Meine kleinen Paradebäumchen, ja, die dürfen sich immer hier präsentieren. Die kennt ihr, denke ich, nahezu alle. Jetzt will ich natürlich das Video mit einem positiven Eindruck beenden, und irgendwie zählt der Baum auch als Yamadori, denn er hat mit die längste Geschichte bei My Bonsai & Koi. Und über was rede ich? Ja, ich rede über diese Rotbuche hier. Das Video blende ich euch ein. Die 3,5 Jahre währende Abmoosung, die am Schluss tatsächlich mit Wurzeln geendet hat. Und wenn ich hier jetzt drauf schaue, das Bäumchen ist gesund, es treibt aus. Ich habe grün, grün ist die Hoffnung. Und jetzt gilt es dieses Jahr bei diesem ganz besonderen Yamadori einfach nur gut anzukommen, durchzukommen. Und 2025 wollen wir mal ein bisschen in die Gestaltung reingehen. Neben meinem Biest, das ich übrigens zumindest die ersten Wochen nach der Radikalgestaltung wirklich in einer super Form präsentiert, verabschiede ich mich aus meiner Home Yamadori Tour in diesem Jahr. Ihr seht, es funktioniert. Von 13 Bäumen, die ich euch jetzt gezeigt habe, mit den beiden im Hochbeet von 15 Bäumen, haben es 3 nicht geschafft. Ich finde, das ist keine schlechte Quote. 80%, damit kann ich leben, und natürlich auch die 12 Bäumchen, die übrig geblieben sind und weiterleben. Mein Geheimnis gibt es nicht. Ich schaue einfach, dass ich so viele Wurzeln wie möglich mitkriege. Und das ist eigentlich der Tipp dieses Videos. Ihr habt es gesehen, viele Bäume stehen noch im ursprünglichen Substrat. Vielleicht das eine oder andere Jahr zu lange, aber lasst die Dinger in Ruhe. Lasst sie ankommen. Lasst 2 Jahre die Finger davon.
Das erste Jahr komplett durchwachsen, im zweiten Jahr fangt vorsichtig an zu schneiden. Und wenn er dann im Herbst des zweiten Jahres gut dasteht, dann fangt an mit der Gestaltung. So ist inzwischen mein Weg. Und ganz ehrlich, ich muss in meinen Kalender schauen, ob ich nächstes Wochenende Zeit habe und natürlich, ob das Wetter passt. Denn man kann nicht genug von den Yamadori haben. Und deswegen, ich hab Bock auf Yamadori. Und ja, ich glaube, nächstes Wochenende geht's in den Wald. Ihr habt ja sicherlich auch nichts dagegen, wenn es aus der Richtung dann mal ein echtes Yamadori-Video gibt. Lasst mich noch ein bisschen überlegen. Mal eine Woche, vielleicht auch zwei, je nachdem, wie es Wetter wird. Aber ich laber schon wieder viel zu viel und denke mir jetzt einfach mal, für heute reicht's. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Yamadori-Tour gefallen hat, dann lasst mir gerne den Daumen da und lasst euch überraschen, was es nächste Woche oder übernächste Woche zu sehen gibt. Ciao, ciao, macht's gut. Thank you.